Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, in der letzten Folge haben wir uns um diesen netten Herrn gekümmert, der so ein paar Leute umgebracht hat. In der heutigen Folge möchte ich einem Gerücht nachgehen. Also das Gerücht ist bestätigt, aber ich habe es bisher selber nicht gesehen hier. Doch, ich glaube, eine Sache hatten wir schon mal gesehen. Ganz am Anfang irgendwann hatten wir eine Art Absturz gesehen. Und diesen Absturz, ich möchte gucken, ob wir feststellen können, ob wir diesen Absturz finden. Das wird jetzt schwierig. Mal gucken, ob wir, wie lange... Okay, wir kommen scheinbar schnell durch, das ist gut. So, wir haben es geschafft. So. Ups. Und Ada ist weg. Und da ist er. Dieser Respawn-Faktor. Ja, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir müssten uns jetzt hier nur rechts halten. Richtung Station, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und zwar eine UFO-Absturzstelle. Ich glaube, wir haben sie gefunden. Wow. Wow. Das hat aber hier richtig gesessen. Und wenn das so richtig hinhaut, wie ich mir das denke, ja, das könnte sogar passen. Wir haben die nämlich mal in dem Gebiet hier langfliegen sehen. Doch, das könnte sogar passen mit dem Absturz hier. Wobei das hier nicht so sonderlich frisch aussieht, ne? Dieses Umgegrabene hier. Aber, okay. Ist das hier? Das ist so grünlich, aber das ist der Rasen hier, ne? Ja. Ist der Rasen. Oder? Aber das ist nicht der Rasen. Gibt es das hier öfter? Ja. Hier. Das ist die Höhle. Hier ist wieder diese grüne Suppe. Wir gehen mal hier rein. Vorsichtig. Da bewegt sich was. Oh, wie siehst du denn aus? Das wollte ich nicht. Alien Blaster Pistole. Und ui. Oh. Und Munition. Was ist das hier? Kommt nichts, ne? Was ist das? Die Augen vom Alien oder was? Das ist ein bisschen deformiert. Das tut mir leid. Achso, wartet mal. Wie ging das? Mal gucken. Wie siehst du denn aus? Ich glaube, ich muss ihm irgendwie hier um den Kopf
Na. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Jetzt. Ah, wir können so ja drehen. Ich wusste das noch nicht. Aha, cool. Aha, aha, aha. Drei Finger. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nee. Jetzt bin ich mal gespannt. Gib mir mal die Blasterpistole hier. Waffen. Alien Blaster 52 plus. Und unsere Waffe jetzt ist die hier. Die hat 16. 127er Feuerrate, ne? 110, wo war die Alien? Da. Ich speichere mal kurz ab. Okay, die ist keine Automatikpistole. Wenn wir die jetzt noch upgraden könnten, das wär's ja. Was ich vermisse, ist mein Strahlenanzug, ehrlich gesagt. Da muss ich wahrscheinlich dann mit einer Power Armor mal wieder ins gefährliche Gebiet hier unten, ins Verseuchte. Hier unten hin. Das wäre nämlich mal nicht schlecht. Vault 95, siehst du, das wollte ich ja auch noch gucken. Sind die ganzen Vaults erledigt überhaupt? Was haben wir hier noch? Vault 81. Vault 81 war doch der mit dem... Rauschgift-Dingens hier. Ihr wisst schon, was ich meine. Wo wir, Kate? Ja, Kate hatten. Das ist unser Vault. Und irgendwo waren doch noch welche, oder? Libertalia, was ist das? Da waren wir doch bestimmt auch noch nicht. Und hier die Insel, da waren wir auch noch nicht. Ach Gott. Krater des Atoms, genau. Und hier war die Höhle vom Dings. So, wir gehen mal kurz nach Sanctuary. Ich will mir mal die Alien Blaster Pistole mal angucken, ob wir da irgendwas machen können. Na toll. Pisswetter. Da. Es ist immer faszinierend, Ihnen beim Bauen zuzusehen. Das freut mich. Modifizieren. Wir könnten einen verlängerten Lauf. Das erhöht aber nur die Reichweite. Okay. Standardgriff. Können wir einen Scharfschützengriff? Da bräuchten wir Wissenschaftsrang 2. Da 3. Ich hoffe, es wird bald auch zu regnen. Oh, hier kann man dann umswitchen auf ein Fusionsmagazin. Wissenschaft 4. Hohohoho. Und ein Zielfernrohr. Cool. Also es ist, definitiv noch was machbar. So. Aufklärungszielfernrohr. Aha. Verbessert aber nichts. Schnelllade. Oh, den haben wir ja schon auf das Maximum getrimmt hier. Hä? Ja. Ist bei bloß ein anderer Verschlusstyp, aber dann haben wir ja andere Munition. Cool. Attacke. Hier könnten wir auf ein anderes Munitionstyp wechseln und dadurch ein bisschen mehr Schaden noch produzieren. Was brauche ich da? Waffenfreak 4. Ach Gott. Das schaffe ich doch gar nicht. Ach, die haben wir ja auch noch. Warum? Gatling-Laser 14.
Oh Gott. Okay. Das Gauss-Gewehr. Ganze. Aber Wissenschaft und Waffenfreak. Ja, da ist noch eine Menge macht. Boah, mit den Schaltern von da vorne. Oh. Und wir haben noch Planken. Weg mit den Dingern. Wir haben noch ein Tesla-Gewehr. Ach ja, die waren ja neu. 556er, weil das ist ja. Hier ist ein mächtiger Verschluss, verbesserter. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay. Schon der beste Lauf. Schnelllade, Trommelmagazin. Ah, ich glaube, wir haben hier noch eine kleine Wumme, mit der wir agieren können. Sonst sind sie identisch. Dann machen wir mal hier verwerten. Und hier haben wir nochmal ein Scharfschützengewehr. Wir gucken mal kurz. .38er. Okay, wir können der ein bisschen mehr verpassen hier. Ich glaube, das ist besser. Auch besser. Besser. Okay. Hier können wir keinen Schalldämpfer bauen, weil wir den Rang nicht haben. Und natürlich keinen Kleber. Okay. Kostet 25% weniger Aktionspunkte. Ich sag mal, Schaden kann die nicht. Und die ist 50308er. Erhöht die Präzision, aber auch die Kosten. 57, 57, die wären jetzt mehr oder weniger identisch. Okay, wir schauen mal, was haben wir denn noch als Areal? Staatliches Lager, wir müssen irgendwo hier noch, ach, hier waren ja noch, auch da waren wir ganz am Anfang, die Ausgrabung. Da gab es, glaube ich, auch eine Quest, ne? Aber die haben wir, glaube ich, am Anfang nicht gemacht. Da hatten wir ein bisschen Angst. hier hinter. Weil hier gab es nämlich diesen großen Teich, ne? Ach ja, und mit, wo ich das erste Mal hier lang bin, mit den. Krass sieht das aus hier mit dem Nebel. Wo ich hier angefangen hatte, ich glaube, in den ersten 3, 4 Folgen war das. Das war dann auch das Areal, wo hier die megamäßigen Grafikfehler waren. Guck mal, wie tief das hier unten reingeht. Da unten sind. Ich glaube, hier müssen wir irgendwie das. Schauen wir mal da drüben, oder? Das Abpumpsystem oder so. Was haben wir hier? Ein Fahrstuhl. Der noch funktioniert, okay. Hallo? Oh oh. Aber ich glaube, jetzt müssen wir erstmal das Wasser abpumpen.
Aber wie pumpt man hier das Wasser ab? Oh, hier ist eine Kiste. So. Ja. Hoffentlich lohnt sich dieser ganze Aufwand auch. Da ist Luft. Luft. Nee, ich will jetzt hier nicht runterfahren. Ich glaube nämlich, dann komme ich nicht wieder hoch. Aber hier muss irgendwie die Möglichkeit bestehen. Ich hatte es damals halt, ja, wenn man hier frisch neu in diesem Areal ist und in dem Spiel, habe ich das irgendwie zur Seite gelegt und nicht weitergemacht. Und jetzt, wo wir hier schon mal sind, hier, das ist ja noch alles zu. Geschafft. Technische Dokumente. Stimpack, Werkzeugkoffer. Na super. Cool. So, technisches Dokument. So, steht irgendwas hier in dem Terminal noch drin, ne? Lieferungsaufzeichnung. Die hatten wir, glaube ich, doch gemacht. Beste Obelisken. Sullys Aufzeichnung. Es gefällt mir hier. Mit der richtigen Mannschaft hätte ich keine Probleme. Die Händler sind nahe genug für schnelles Geld, aber auch nicht so nah, dass wir am Ende abgezogen werden. Das ganze verdammte Ding ist allerdings voll mit Wasser. War ja klar, es gibt immer einen Haken. Diese krasse Entwässerungspumpe sieht einigermaßen intakt aus. Wenn ich Glück habe, funktioniert sie noch. Werde ich mir morgen mal anschauen. Die Entwässerungspumpe, genau die. Nein, das wird nicht einfach. Trotzdem ist die Pumpe in besserem Zustand, als man annehmen sollte. Ich würde gerne noch ein paar Werkzeuge holen, aber es ist schon ziemlich spät. Ich bastel noch ein bisschen rum und gehe dann morgen früh los. Dürfte jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Gut, dass ich den Vorschlaghammer mitgenommen habe, obwohl das eine ganz schöne Schlepperei war. Das Ding war total verrostet. Ein paar Schläge mit dem Hammer und schon war das Problem gelöst. Aus dem Teil kamen aber jedes Mal ziemlich seltsame Geräusche. Ich hätte schwören können, dass sich da drin was bewegt hat. Aha. Huch. Ich habe die meisten Anschlüsse hingeregt. Die Rohrlecks, die ich finden konnte, habe ich geflickt bis auf die unter Wasser. Nach den ganzen Geräuschen setze ich da keinen Fuß rein. Ich gehe wahrscheinlich zurück und hole einen der Neuen, der das übernehmen soll. Okay. Ich weiß aber nicht, wie stark das... Wer bist du? Sully Mattis? Entschuldigung? Willst du dir was verdienen? Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du mit dem Glotzen fertig bist. Wer bist du denn? Hilfe? Bei was genau? Ich versuche die alte Wasserpumpe zu reparieren. Dann müsste es reichlich Schrott geben, wenn ich alles trockenlegen kann. Nein. Was hast du hier denn wirklich vor? Es geht um Schrott. Kümmer dich um deine eigenen Sachen. Hilfst du oder nicht? Wobei brauchst du denn Hilfe? Ach, die Pumpe ist nicht im besten Zustand. Müsste aber starten. Durch einige Lecks wird hier alles überflutet. Kannst du es reparieren? Die Lecks sind unter Wasser. Halt nach Blasenausschau, um sie zu finden. Okay, den Typen hatte ich noch nie. Wie gesagt, ich war am Anfang hier in der Questreihe mal unterwegs. Aber der Typ war nie da. Vielleicht war es doch mal ein Quest-Bug oder was auch immer, ne? Okay. Da drüben haben wir... Wir können die wahrscheinlich reparieren. Wollen wir das mal in Angriff nehmen? Ich weiß es nicht. Kommen wir hier auch wieder raus? Ja, da hinten über die Leiter. Da sind Blubberblasen. Und hier, glaube ich, irgendwo. Ja, komm hoch. Da haben wir was. Ist natürlich klar, dass wir das hier machen müssen, ne? Komm hoch. Und? Sieht noch einer was? Da.
Ich glaube, das hätten wir früher oder später nicht überstanden. Also ganz am Anfang hätten wir das definitiv nicht überstanden, weil wir haben ja eine riesengroße Strahlungsresistenz zurzeit und natürlich viel an Leben. Okay, wir... So. Puh, das heißt, wir machen es mal so. So. Cool. So, mein Freund. Was, wenn ich den Fluss hierher umleite? Hä? Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Wow. Das war's. Hör genau hin. Warte mal, hast du das gehört? Ja. Guck mal hier, Stufe 5. Oh. Das zahlt sich aus. Und? Das Wasser sinkt, ne? Was? Und Feuer! Daneben. Och komm. Na? Sinkt hier das Wasser? Nö. Wie lange muss ich denn drüber warten? Warte mal. Sehen wir irgendwo, ob Wasser sinkt? Da hinten hat man eine Markierung. Das sieht nicht so aus. Okay. Das ist doch eine Möglichkeit. Da ist es. Hallo. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass Sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Okay. Aber geht es jetzt nur weiter oder nicht? Ich habe jetzt keine Ahnung. Also ich würde jetzt mal darauf tippen, es geht weiter, dass der Fahrstuhl hier auch nach unten geht und dass das Ding komplett trockengelegt ist. Ich werde mal an der Stelle ein Folgenpäuschen machen und wir sehen uns danach wieder. In einer neuen Folge. Vielleicht ist das Wasser auch schon weg. Oder im Begriff dazu. Ne? In diesem Sinne, euer Firefox.